Ja, ein herzliches Willkommen zurück beim Bausimulator mit mir zusammen. Ich bin der Danny Spieters. Ich würde sagen, wir legen direkt los hier. Und zwar sollen wir ja jetzt Beton uns besorgen, bevor ich alles kaputt fahre. Mache ich den hier eigentlich? Nicht da lang. Und das werden wir jetzt mal machen. So. Befülle den Betonmischer, ist jetzt unser Auftrag. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. So, was macht ihr denn jetzt dafür? Das war mir schon klar, dass sie leer ist. Bams! Da habe ich nicht hingeguckt, auf die Tastatur geschaut. Kann passieren. Oh, der verschwindet. Aha, auch nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der verschwindet, wenn man den auffährt. Jetzt geht's ab zum Kieswerk, ihr seht's. Was macht die denn jetzt dafür? So. Befülle den Betonmischer. Alles klar, machen wir. Fertig, oder? Ich drück doch und halte den Y-Knopf. So. Ah, funktioniert doch. Gib dich zum markierten Ort. Aber ich wollte noch eben ganz kurz was schauen. Und zwar, wie man... das muss hier gehen. Wie man jetzt die Kamera ändern kann. Das wollte ich eben ganz kurz... Schulterblick, Kopf, Controller. Alter, was soll das denn wieder halten? Ah, okay. Klar,
Kamera runterschwenken, rechts schwenken, Kamerasteuerung. Kamerasperspektive K, das wollte ich wissen. K, alles klar. K. Ja, so wollte ich es haben. Alles klar. Kann's losgehen. Darf ich auch noch mal? Ist ja gar nicht. Ja, jetzt fahre ich. Das mit dem Blinker ist auch irgendwie Käse. Die schnacken, fallen nicht automatisch zurück. Das finde ich irgendwie doof. Da kann man sie eigentlich auch weglassen. Eigentlich ist sowieso irgendwie total egal, ob man die jetzt nimmt oder nicht. Ich glaube, das spielt jetzt hier in diesem Spiel nicht allzu keine allzu große Rolle. Ich glaube, wichtiger ist, dass man hier keine roten Ampeln überfährt und nicht unbedingt die anderen Autos beiseite schiebt. Aber ich glaube, ansonsten ist hier alles völlig wurscht. So, mehr fährt er nicht. Ist ja auch ein LKW und kein Porsche. Logisch. Oh, ja, ist klar, ey. Wie bremsen die denn, ey? Da wäre jeder drauf gefahren. Fahren auf wie die Idioten hier. Sind halt hier immer noch mit unserem Garagenbau zugange. Wollte das jetzt eben in so einem kleinen Video ein bisschen weiter vorantreiben. So, da müssen wir auch gleich da sein. Ampel wird grün, sehr schön. So, da ist unsere kleine Baustelle. Mein Gott, warum bleibst du Vogel denn stehen, ja? Ich weiß nicht, ey. Mitten auf der Straße bleibt er stehen, ey. Eine Betonpumpe brauchen wir noch.
Das heißt, wir gehen wieder mal auf die Karte, fahren, bewegen uns dann zum Fahrzeughandel, betreten diesen, mieten uns eine Betonpumpe. Betonmischer haben wir, Betonpumpe. Ach, das ist die, alter Schwede, ey. Sie jetzt hier oder nicht? Oder muss ich die noch wieder da wegholen? Ich kriege einen Dreh. Natürlich ist die nicht hier. Sie das? Sieht wohl. Das ist die Frage, geht die Pumpe jetzt mit oder nicht? Die geht mit, sehr schön. Decke betonieren. Parke die Betonpumpe nah an der Baustelle. Achte darauf, dass die Betonzufuhr an der Rückseite durch einen Betonmischer erreicht werden kann. Ach Gott, also die muss wohl schier stehen. Wechsle in den Funktionsmodus und öffne anschließend den Aufnahmedeckel über das Kontextmenü. So. So. Da muss ich doch jetzt den Betonmischer da irgendwie anschließen. Mit die. Muss ich doch, glaube ich, da nah ranfahren. Oder? Läuft das ab? Steige Betonmischer. Fahre mit einem befüllten Betonmischer rückwärts an die Betonpumpe heran und starte den Betonfluss über der. Ja, ist klar. Oh Mann. Wieso kann ich denn die Kamera nicht mehr bewegen? Ich weiß warum. Weil ich vorhin Scheiße gemacht habe. So, so will ich das haben. Das ist doch Scheiße. Kann man diesen scheiß Tutorial-Text nicht einfach mal wegmachen? Musst du erstmal dieses komische. Leeren. Nein, 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 nein!
Wie kann man das scheiß Ding noch mal? Ach so, hat das schon, habe ich das. Ah, okay. Fahre mit. Was ist denn jetzt kaputt hier? So. Baumaschine ist leer. Ja, das ist doch gut. So, und jetzt? Gar nicht mehr durch hier. Bauhof. Jongmischer. Fahrzeughandel. Hier im Gelände. Ah, wo ist denn jetzt dieses scheiß Kieswerk? Ich glaube, ich habe nämlich einen Fehler gemacht. So. Dann machen wir das jetzt nochmal. Ich weiß nämlich nicht genau, ob ich das jetzt vorhin richtig gemacht habe oder nicht. Bin jetzt ein bisschen überfragt gerade. So. Okay.
So, okay. Sollte denn so funktionieren? Ich habe gespannt jetzt. Super. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also jedes Mal neu im Betonmüll, das kann doch nicht sein. Ne? Kostet ja ein Schweinegeld. Mein Gott hier. Hier gar nichts. Ist voll. Ja, dann kommen wir ja wieder zum Park.
Mein Gott. Gott, das geht doch nicht hoch, das Ding. Jetzt mal zurück damit. Mein Gott, ist die Steuerung scheiße. Gute Arbeit. Jetzt müssen wir nur noch die Baustelle räumen. Denkt daran, alle gelieferten Baumaschinen nach dem Gebrauch wieder zurückzugeben. Das spart unnötige Mehrkosten. Ja, jetzt machen wir da erstmal Folgendes. Das haben wir beendet. Es hat ein bisschen gedauert. Es war ein bisschen holprig, gebe ich zu. Aber ja, aller Anfang ist schwer. Ihr kennt das. Jetzt stellen wir erstmal wieder zurück. So, jetzt wollen wir erstmal mit Harpe sprechen. Das machen wir natürlich. Steht ihr denn überhaupt? Da. Haben wir abgeschlossen. Sehr, sehr schön. So, das war gute Arbeit. Der L1-Turmdrehkran wäre eine gute Erweiterung für deinen Fuhrpark. Solltest du dich dafür entscheiden, eine Baumaschine zu kaufen, bekommst du diese beim Fahrzeughandel. Das machen wir alles zu seiner Zeit. Jetzt mal den erstmal wieder hier zurücksetzen. So. Genau. Dann machen wir jetzt Folgendes. Oh. Da müssen wir eben aussteigen. Und zwar müssen wir dann unseren LKW ein Stück natürlich vorsetzen. Ist klar, logisch. So, und wir den dann wieder komplett zurückfahren können. Ja, logisch. So, das haben wir soweit. Oder? Ja. Dann kommen wir jetzt zur Firma. Dass wir unsere Dings alles wieder zurückgeben, was wir nicht mehr brauchen. Erstmal da rein. Nee, das ist verkehrt. Das ist verkehrt. Wir müssen da hinten rein. So, wir brauchen den Betonmischer nicht mehr, den gehen wir zurück. Wir brauchen den Kran, lasse ich nochmal. Schon waren. Betonpumpe brauchen wir nicht mehr. So, wenn wir den kaufen wollten. Fahrzeughalle. Gehen wir erstmal zurück. So.
Dann gehen wir mal ganz kurz zum Fahrzeughandel, weil mich würde schon interessieren, was der Kran kostet. Umdrehkran, hat er ja gesagt. Kosten würde der. Können wir uns, glaube ich, nicht kaufen, oder? Nee. Dann müssen wir halt noch ein bisschen, ja, Geld verdienen, würde ich sagen. Ist ja nichts. Haben wir das Geld nicht. Gut, dann lassen wir das. Gehen wir erstmal wieder zur Firma. So. Dann gucken wir mal, was wir noch so Jobs. Kampagnen. Prestige. Ach so, ach, zurück. Ja. Verkehrsstraße ist noch offen. Das nehmen wir als nächstes. Asphaltierung und so weiter. Empfohlene Baumaschine Schwarzdeckenfertiger. Ja. Das müssen wir uns natürlich jetzt bieten. Erinnerst du dich noch an die Baugrube, in die das Auto gefallen war? Die Grube wurde mittlerweile verfüllt, um aber die Straße wieder vollständig befahrbar zu machen, muss sie richtig asphaltiert werden. Ja, ich würde vorschlagen, dass du zuallererst beim Fahrzeughandel einen Schwarzdeckenfertiger mietest und zur Baustelle bringst. Das machen wir. Das heißt, ab zum Fahrzeughandel. Schnellreise, müssen ja eh dahin das Ding abholen. So, da ist das gute Ding. Kostet. Ja, nehmen wir mal. Kaufen können wir das Ding nicht. So, den sollen wir zur Baustelle bringen. Steigen wir da mal ein. Der Schnellreise, dann machen wir das. Baggerlader, Verkehrsstraße. Ohne Asphalt kommen wir natürlich nicht weit. Für den Asphalttransport benötigst du den Asphaltkipper. Da langt dein Pritschenwagen nicht, also nochmal auf. Zum Fahrzeughandel. Aber jetzt verstellen wir das Ding hier ab. So. Dann besorgen wir uns den auch noch beim Fahrzeughandel. Und dann war es das, glaube ich, erstmal für heute. Uns jetzt hier so ein Asphaltkipper. So. Asphaltwalze. Auch noch ein Asphaltkipper. Jetzt blöde oder finde ich den einfach nur nicht? Da haben wir ihn. 115.000. Ist ein bisschen teuer. Wäre fast kein Geld mehr. Kaufen will ich den auch erstmal nicht. Wir wissen ja gar nicht, ob wir den brauchen. Später noch wieder. So, den bringen wir auch noch schnell zur Baustelle. Dann war's das für heute.
So, wie es dann weitergeht hier mit der Straße asphaltieren und wie das alles so, ob wir den Auftrag hinbekommen, das seht ihr dann, wie gesagt, in einem der nächsten Videos. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt einen schönen Tag, habt noch eine schöne Restwoche. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Macht's gut, haut rein. Bye, bye.